Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Bastel-Oase. Ich grüße euch. Ja, heute mache ich mal schnelle, einfache Karten, aber die schon effektvoll sind, also die schon schön aussehen. Dafür nehme ich euch jetzt mit. Und ich habe mir jetzt diese Sachen rausgesucht. Einmal diese Libelle, dann die Sprüche. Stanzen und noch einen Hintergrundstempel. Ihr braucht nicht zwingend dieses Material, was ich jetzt benutze. Ihr könnt auch das mit jeden anderen Sachen machen, die ihr da zu Hause habt. Es geht jetzt nur so um das Prinzip der Karte. Genau, dann habe ich mir rausgesucht einmal rosa, grau und weiß Unikarton und eine Grundkarte. Die Grundkarte werde ich jetzt, wie ich das ja auch immer mache, als erstes einmal falzen. Und zwar mit meinem Falzboard hier. So, jetzt mal gucken. Das ist jetzt A5. Halb A5 zeigt er mir da an. Und dann gehe ich mit dem Stift hier längs. Dann. Das ist immer wichtig, dass ihr so eine Falznaht macht, damit das der Karton euch nicht bricht. Damit ihr da auch so eine saubere Kante habt. So. Und nun kann ich den einfach so zusammenklappen und einmal nochmal mit dem Falzbein nachziehen. So, da ich ja immer ein bisschen was abschneide, damit ich ein richtiges Maß habe, mache ich das jetzt hier auch und zeige euch das. Und zwar nehme ich immer 14,5. So, dann mache ich hier die 2 mm, die schneide ich ab. Und dann funktioniert hier. Ja, ich mache normalerweise eigentlich das auf hier. 14,5, weil dann habt ihr das einfach mit der Mattung ein bisschen leichter. So. Und den können wir jetzt hier gleich drauf lassen. Dann ist die Karte, und zwar schreibe ich das wieder auf, das mache ich immer so, dann habe ich das nicht, brauche ich das nicht im Kopf behalten. 14,5 mal 10,5 soll das sein. Mal 10,5. So, die nächste Mattung ist dann 14 mal 10 und die nächste 13,5 mal 9,5. Also immer 0,5 cm weniger. So, und ich fange an mit der grauen Mattung. Da mache ich jetzt meine 14. Den mache ich jetzt so. 10. Hatte ich jetzt 10,5. Ne, 10. Das ist richtig. 10. Mal 14. Und die zweite Mattung ist rosa. Die ist dann 13,5 mal 9,5. So, das will ich schon mal so da drauf haben. Ja, mein Schneider schon wieder. Also das ist immer so ein bisschen bei diesen Papierschneidern ärgerlich, dass relativ schnell die Klinge nicht mehr gut funktioniert. Also ein kleiner Trick ist hier, dass ihr das immer so sauber macht. Nehmt euch da einfach ein Stück Papier und zieht das einmal so durch, dass da keine Sachen drin hängen. So.
Und jetzt will ich ja noch so ein Viereck machen. Also ein Rechteck. Ach nee, ich brauche ja hier nochmal. Ich habe ja die dritte Mattung, habe ich vergessen. Nochmal 13 mal 9. Und so Mattung gibt einfach, das macht so eine Karte einfach edel. So, dann mache ich das mal 9. Mal 13. So, dann habe ich jetzt alle drei Mattungen fertig, die dann hier auf die Karte sollen. Kommt so rauf und ihr seht diese Mattung, das macht schon die Karte gleich ein bisschen edler. So, und jetzt will ich aber noch mal gucken. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Ich muss jetzt nämlich gucken, wie groß ich das Viereck machen will, was ich darauf machen will. Dafür hole ich mir dann mal die Libelle. Ja, die passt da sehr gut drauf. Dann kann ich ja gleich mal gucken, wie lang dieses Stück ist. Das ist 8 cm. Ich versuche das jetzt mal gucken. 8 mal 8 cm. Ja, das passt. Dann passt das auch noch im Umschlag. So, das heißt, ich brauche meinen Schreiber. Tupfer. So, das kann ich jetzt mal so lassen. Das könnt ihr auch euch so alles so ein kleines Büchlein schreiben. Dann habt ihr diese Maße immer gleich parat. Dann braucht man die immer nicht nochmal aufschreiben. So, ich will grau 8 mal 8. Dann rosa 7,5 mal 7,5. Ne, grau, rosa, weiß 7 mal 7. Das muss ich jetzt noch mal schneiden. Ich habe gerade gedacht, deswegen habe ich nicht weiter geredet. So, dann mache ich wieder 8. Mal 8. Erste Mattung. Guck mal. Ja, ich habe meinen Wäschekorb hier oben raufgestellt und die süße Lotta ist da reingegangen. Lotta, du liebst auch frische Wäsche. Aber ich glaube, muss mal gucken, ob Lotta wieder dieses Rückwärtshusten hat. So, ja, das haben die leider ab und zu mal. 7,5 mal 7,5. Im Rosa. Das müsste eigentlich auch mit diesem Stück noch gehen hier. 7,5 mal 7,5. Die zweite Mattung. Und die dritte Mattung ist dann weiß 7 mal 7. Das sah so süß aus, wie sie da eben in dem Wäschekorb saß. Da ist ja auch noch eine Menge Wäsche drin. Ne? Die muss noch in den Schrank gepackt werden. Voll süß. So, 7 mal 7 ist dann die letzte Mattung. Damit haben wir schon mal die ganzen Mattungen fertig. Und das gibt schon mal ein schönes Ergebnis. Und das werden wir jetzt hier alles raufkleben. Dafür nehme ich hier einen Flüssigkleber. So, ich gehe dann noch mal rüber. Und ihr seht, diese Karte ist eigentlich schnell gemacht und sieht auch edel aus. Also wenn ihr irgendwo eingeladen seid und ihr braucht noch zackig eine Karte, dann ist das hier mal schnell gemacht. Nummer 1. Mattung Nummer 2.
das sieht schon mal gut aus. Jetzt geht es weiter damit. Das mache ich jetzt nicht mittig, weil ich hier unten noch den Spruch hinmachen will. Also setze ich mir das so hin. So, möglichst gerade versuchen. So, genau. Und ich finde, die sieht so schon edel aus, ne? So, und das werden wir jetzt noch bearbeiten. Dafür habe ich mir das hier rausgesucht. So, jetzt muss ich hier gleich mal, dass ich die mal anmachen kann hier. Das sind so Tupferchen. Die will ich da jetzt gleich drauf stempeln. Und dafür nehme ich grau oder nehme ich rosa? Ja, ich nehme rosa. Nehme hier so ein Rokoko-Rosa. Sonst auch noch, ich glaube, ich nehme diese Kirschblüten. So, was ist das? Kirschblüte, ja, ich nehme lieber das. So. So, da will ich jetzt einfach kurz einen kleinen Akzent setzen. Kann ich ja noch mal, wo habe ich denn mein Grau? Schiefergrau. Da brauchen wir jetzt noch mal so einen kleinen Tupfer. Jetzt habe ich natürlich keine Bürste mehr frei. Ja? So, da will ich aber jetzt nur noch ganz klein auch drauf haben. So, das reicht mir schon. Mehr will ich da gar nicht drauf haben. So, und jetzt stempel ich das da noch drauf. Könnt ihr auch einfach Spritzer drauf machen. So, und das reicht mir schon. Mehr will ich da gar nicht drauf haben. Da sollte nur so ein kleiner Akzent sollte da nur hin. So. So, ups, habe ich zwei genommen. So, und jetzt will ich da noch so einen kleinen Akzent mit einem Band setzen. Ach, wieso mache ich das denn da oben rein? Das sind doch meine Stempelblöcke und nicht die Stempel. So, das kommt schon mal wieder zu, das kommt weg. Und jetzt wollte ich noch so ein bisschen Band dran haben. Ein bisschen Natur. Mal gucken, ich habe da noch so ein bisschen Band. So, da gucke ich mal. So, das sind dann immer so kleine Sachen, die aber einen schönen Effekt geben. So.
Mal gucken. Ach so, das kann ich eigentlich schon aufkleben. Dann rutscht mir das auch nicht mehr. Jetzt nehme ich hier, gucken, dass ich das mal so, ja, irgendwie, ich habe das noch nicht so wirklich für mich rausgefunden, wie ich das genau haben möchte, dass die Lampe da nicht immer so, boah, Kampf mit der Lampe, so. Guck mal, wie das so ist. Ne, da habe ich dann wieder die ganzen Schatten drauf. Ja, ich muss das nochmal. Ich will euch da jetzt auch nicht langweilen. Das muss ich für mich jetzt nochmal rausfinden, wie ich das am besten mache. Aber das ist ja jetzt auch doof. Ah, die kann man so in alle Richtungen stellen. Aber oben kommt auch noch eine Lampe an und da muss man gucken, ob ich denn die nur so leicht denn noch dazu brauche. So. Und jetzt mache ich das so, dass ich das so um zwei Finger wickel. Dann habe ich hier so ein kleines Band. Da mache ich jetzt hier so ein Aufkleber hin. So, nun sieht sie ja schon. Ich finde, sie sieht schon richtig edel aus. Und jetzt kommt noch der dazu. Und da mache ich das jetzt so, dass ich das den Hintergrund in grau mache. So, mal gucken, wo ist das graue Papier? Habe ich hier mal meine kleine Go. Kannst du mal durch. Ich das und neben Mathe und das. Das alles nicht. So, das ist die kleine Gemini Go. Da kommt das Papier drauf. Dann kommt die Stanzschablone darauf. Mal so ein bisschen festmachen. Ich habe jetzt hier gar nichts mehr. So, dann kommt die Plastik-Gem-Matte darauf. Die Magnetmatte und die andere Platte. So. Und dann geht das einmal durch die Maschine, die sehr gut ist, aber wie ihr hört, auch sehr laut ist. So. Dann kann ich schon mal gucken. Ich brauche hier auch noch so ein Stück jetzt für das andere Teil. So, dann kann ich mal gucken. Übrigens gehen wir eine Gemini Medi her. Das ist die mit den Fuldern, weil wir da zwei von haben. Und die brauchen wir nicht mehr beide, weil wir hier umgestellt haben und Joe jetzt auch an meine rankommt ohne weiteres. Und daher haben wir eine jetzt übrig. Falls ihr Interesse habt, sagt einfach Bescheid. So, jetzt mal gucken. Ich will das ja jetzt so, dass das ein bisschen viel geworden, aber kann ich jetzt noch ein Stück abnehmen. Nee. Aber das klebe ich gleich, mache ich gleich den Aufkleber ab. So, und das gleiche jetzt noch mal. So, und hier auch immer die Platten drehen. Wieder dadurch. So. Und dann muss ich hier, ich möchte mal das raus hier. Und dann will ich haben Happy Birthday. So. Birthday müsste das sein.
Und Happy müsste das sein. Happy Birthday, das kennt ja jeder. So. Dann wollen wir mal schauen. So. Dann kann ich gleich das nochmal ein Stück grau nehmen. Mal sehen, ob die auch noch hier beide raufpassen. Dann mache ich das jetzt mal auf diese Platte hier. Happy Birthday passt. Das ist ja schön. Brauche ich kein neues Papier. So. Dann kann ich gleich wieder durch die Maschine durch. So, das können wir jetzt rausnehmen. Also sie ist echt laut. Mein Föhn ist leise. So, und dann nochmal so die restlichen rausdrücken. Also was bei diesen Maschinen wirklich toll ist, die haben so einen tollen Druck, dass wirklich so eine ganz filigrane Stanze auch richtig ausgestanzt wird. Daher liebe ich diese Geminis. Also ich habe ja die A4-Maschine, die A5-Maschine und dann auch die Folder-Maschine, die Gemini Medi. Und ich habe sie auch alle in Gebrauch. So. Genau, das kommt hier nämlich jetzt rauf. So, das können wir mal kurz zur Seite. Das packe ich gleich weg. So. Und das werden wir jetzt nochmal so ein bisschen plastisch machen. Also wie gesagt, ihr könnt jede Stanze darauf machen. Ne? Vielleicht habt ihr irgendwie einen schönen Elefant oder so, oder was ihr da so gerade habt. Das könnt ihr da alles drauf machen. Muss jetzt nicht zwingend eine Libelle sein. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Das finde ich jetzt hier nicht ganz so schön. Das hätte ich ein bisschen kleiner machen können. So, jetzt mache ich jetzt hier ein ganz bisschen von diesem doppelseitigen Klebeband. Das ist dieses von Action. Ein Millimeter. Und klebe das hier rauf. So, dann kommt das schon mal. Mal gucken, wie ich das so hinhaben will. Ja, ich glaube, ich mache das so. So. Ja, da muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen. Da habe ich jetzt ja so ein bisschen das Klebeband. Dann gucke ich mal, was ich da so drauf mache noch. So, und hier mache ich das mit Flüssigkleber. Na, was haben die da schon wieder gehört? So. Falls ihr an diese Libelle hier interessiert seid und ihr sagt, oh, die würde ich gerne haben, die bekommt ihr bei Crafters Companion. Also ich habe sie in England gekauft. Und da könnt ihr einfach Crafters EU eingeben. Und dann könnt ihr gucken, Dragonfly aufrufen, gucken, ob es die noch gibt. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie das ist mit dem Bestellen, dann ruft mal das Video von mir auf, wo ich den kleinen Haul mache mit Erklärung. Da sage ich euch genau, wie ihr das machen könnt, dass ihr dort bestellen könnt. So, das kann schon wieder weg. Und die auch. So, und jetzt wollen wir noch ganz kurz Happy Birthday da drauf haben. So. Das könnt schon zur Seite. Und Birthday hier.
Happy hierhin. Happy Holiday steht da, ne? Das heißt nicht Happy. Was heißt denn das? Hey, wir machen das ganz einfach so, wir drehen das, dann heißt das Happy. Der war nicht schlecht. Ja, es ist klar, dass ich das so nicht lesen kann. Ja, der war gut. Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Ne? Leben ist eh ernst genug. So. Kommen die da wieder rauf. So. Und das klebe ich jetzt auch darauf. Dann nehme ich auch wieder, oder ich kann da auch die Punkte nehmen, Klebepunkte. Das geht auch. So. Ja, jetzt bitte richtig raufkleben. Nicht das andersrum, wie ich das eben nicht lesen konnte, aber das war ich gut. Das bin ich. Genau, manchmal ein bisschen verpeilt. Das kennt ihr ja schon von mir. Diese Kleberolle mit den Punkten, die haben einfach den Vorteil, dass sie nur darauf kleben, wo jetzt auch hier das Papier ist. Und dazwischen zieht sich das dann so zusammen. Deswegen mit filigran Stanzen könnt ihr das gut damit aufkleben. Die gibt es auch von Karin Jittenmeier. Das sind diese hier. Ja, das sind diese hier. Die sind auch total gut. Die kleben auch relativ fest. Also das kann ich euch empfehlen. Also da muss man auch schon guten Kleber nehmen, damit das auch hält. Also das finde ich, sieht schon mal edel aus. Und ihr wisst, was noch fehlt, ne? Genau, noch Steinchen kommen da noch rauf. Und dann gucke ich doch mal, was da für Steinchen passen. Ja, sind beide Beeten sehr lila. Ja, die auch nicht. Bin noch nicht ganz so überzeugt, aber ich glaube, ich habe nicht so ganz passende Steine. Das könnte was werden. Ich nehme die hier. Die sind von Kick. Und die sind einzeln da drauf. Das heißt, brauchst du nicht irgendwie durchschneiden oder so. Das finde ich nämlich auch immer ganz gut. So, einmal zur Seite. Und einmal brauche ich das hier. So, dann machen wir einmal einen großen, einen mittleren und einen kleinen Stein. Das veredelt einfach die Karte ein bisschen. So, und damit ist die Karte fertig. Und ihr seht, die ist einfach sehr schlicht gemacht, relativ schnell fertig. Aber ich finde das Ergebnis einfach cool. Also, wenn ihr das auch leiden mögt, dann bastelt das ruhig nach und setzt hier oben drauf, was ihr habt. So, diese Papiere könnt ihr so übereinander setzen. Papiere hat ja, denke ich mal, fast jeder so zu Hause. Ne? Und den Rest könnt ihr mit was anderen. Hier könnt ihr zum Beispiel auch Sticker nehmen, die ihr dahin macht. Das gibt auch ein gutes Ergebnis. So, bereite ich alles vor für die zweite Karte, bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Akku ist jetzt auch neu. Und die zweite Karte mache ich mit diesem Set. Also wie gesagt, ihr könnt das alles so mit anderen Sets machen, was ihr so da habt. Ich zeige euch einfach nur den Grund. Jetzt möchte ich gerne eine 15x15 Karte haben. Und ich meinte, die war ja 30 cm her. Ja, nicht ganz. Dann mache ich... Oder? Ja, doch, geht doch. So, das heißt, ich muss hier auf 15 cm schneiden.
und auf 15 cm prägen. Das kann man zum Beispiel auch mit diesem Board machen. Weil die meisten Schneider haben ja jetzt beides so drauf. Also einmal eine Präge und einmal eine Schneideklinge. So, das haben wir schon mal. Den können wir jetzt auch gleich hier drauf fliegen lassen. So, das heißt, wir haben jetzt eine Karte. Nehmen wir das jetzt hier wieder. Mal Bleistift. Und mit dem Licht, das finde ich nach wie vor doof. So, die Lampe weg hier. So, jetzt haben wir 15 mal 15. Das heißt, die erste Mattung ist 14,5 mal 14,5. Die zweite ist 14 mal 14. Und die dritte ist 13,5 mal 13,5. Also immer 0,5 cm weniger. So, ich habe mir jetzt noch so ein Grün und so ein Gelb rausgesucht. So, dann werde ich das jetzt erstmal 14,5. Ich mache das dann so. 14,5 mal 14,5. So, erste Mattung. Zweite Mattung war 14 mal 14. 14 mal 14 ist also ein bisschen kleiner. Und die dritte Mattung ist dann 13,5. Oh, jetzt habe ich meine Karte genommen. Kerstin, du hast bestimmt schon geschrien. Andrea, nicht die Karte. Letztes Mal, wie ich das bei der Kugel abgeschnitten habe, hat Kerstin mir erzählt, dass sie das gesehen hat und schon gesagt hat, nein, nicht da abschneiden, nicht da abschneiden. Aber ich höre es ja nicht. So, und dann 13,5. Aber das macht alles nichts. Kann passieren. 13,5. Ich habe da jetzt ein anderes Band dran getüdelt und die hängt jetzt hier bei unserem Fenster und sieht richtig schick aus. So, jetzt habe ich die drei Mattung schon fertig. Ihr seht, es geht ratzfatz mit solchen Karten. Und die werde ich jetzt einmal... Oh, das hat aber nicht ganz gut geklappt hier. Habe ich mich da verlesen? 15 mal 15. So, mal gucken. Das kommt hin. Ja, das macht nichts, wenn sie vorne ein bisschen größer ist. So, da machen wir das wieder wie eben. Mattung raufkleben. Kann auch ganz toll Spiegelkarton zur Mattung nehmen. Das sieht auch immer gut aus. Und auch buntes Papier zur Mattung nehmen. Was ihr so da habt, zeige ich euch einfach nur so einen Grund, wie ich so eine Karte mache. Und wenn ihr die nachbastelt, guckt ihr, was ihr da so da habt und benutzt das dann. So. Und die weiße kommt ja noch nicht rauf. Da wollen wir ja jetzt noch ein bisschen drauf rumstempeln. So, dann wollte ich jetzt erstmal hier so ein bisschen Farbe rauf machen auf die Karte, weil mir die so viel zu hell ist. Dafür nehme ich schon mal meine Unterlage hier. Und jetzt habe ich mal neue Pinsel vor sich genommen, damit ich hier keine blöde Farbe kriege. Und jetzt will ich nur so einen Hauch von Farbe da drauf haben. Das heißt, ich mache die hier so ein bisschen ab und gucke hier, dass ich hier nur so einen Hauch von Farbe drauf kriege. So. Und wie ihr seht,
gefällt mir das gar nicht. Also drehe ich das ganze Ding um. Irgendwie hat diese Bürste das doch zu viel drauf gekriegt. Das auch, fand ich auch eine tolle Idee, dass ich das wieder so mit dieser Reißtechnik mache. Genau, das werde ich machen. Das finde ich besser. Ich hole mir hier ein Blatt. Ach, dann nehmen wir hier. Ach, nehmen wir hier unser Designpapier. So. So, dann mache ich dann nämlich so eine Mattung so drauf. Also nicht so eine Mattung, sondern ein bisschen. Dass da so ein bisschen Hintergrund ist. So, das finde ich schon sehr gut. Ich glaube, das Stempelkissen habe ich noch gar nicht so weiter benutzt hier. Deswegen ist das noch so saftig. So. Das reicht mir beinahe schon. Ja, ich würde mal sagen, das dann mal so rauf. Ja, das reicht mir schon. Ich will das ja gar nicht so viel haben. So, nun möchte ich aber noch mit diesem Gelb, das ist hier so ein Hummelgelb, da möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen wieder den Stempel drauf haben. Also, dass ich einfach einen schönen Hintergrund habe. Der soll aber sehr dezent sein. Also, ja, immer den Schatten hier, ne? Ja, ich muss das mit der Lampe nochmal. Eine Möglichkeit wäre auch die Lampe von der anderen Seite. Ich glaube, das muss ich nochmal ausprobieren. Wie ich das irgendwie austausche hier. So, jetzt mache ich das hier so ein bisschen. Genau. Kann ich auch noch mal so ein bisschen. Ich will ja nur so ein bisschen so einen Hauch haben. So. So, so einen Hauch praktisch noch mal an Farbe. Mehr will ich da gar nicht drauf haben. Deswegen vorher abstempeln. Und dann erst raufstempeln. So. Das schaut doch schon mal gut aus. Schnell wieder sauber gemacht. Dann kann ich kurz alles weg hier. Und traut euch beim Basteln, wenn, gerade wenn ihr neu seid, traut euch einfach was zu. Ne? Probiert aus, spielt damit rum und in der Regel, es kommt immer was dabei raus. Ne? Falsch gibt es beim Basteln nicht. Und gerade wenn ihr so ein bisschen auch experimentiert. In der Regel kommt da immer was Tolles bei raus. So, und jetzt brauche ich meine Stempel. Und da muss ich jetzt gucken, wie ich mir das jetzt am besten. Das Doofe ist ja immer, dass diese Magnete nicht so gut halten. Ich hoffe, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und zwar, ja, die Biene kommt hier hin. So, dann machen wir erstmal die so hier hin. So, und man muss ja gucken. Ich nehme mal den Flügel erst hier. Der muss dann nämlich reinpassen.
gucken, ob das so ein bisschen ausgerichtet ist. Habe ich an meine Brille. So. Ich hoffe, dass das so einigermaßen ausgerichtet ist. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Da soll noch genieße den Tag hier nachher. Das sieht man gleich den Unterschied. Das ist ein Billigstempel hier. Ja, und das ist hier von der Qualität hier. Das ist eine ganz andere Qualität. Aber auch die Billigstempel gehen. Und ich finde so genieße den Tag, finde ich eigentlich ganz toll. So. Das passt. Jetzt nehme ich das erstmal wieder weg. So. Mal gucken, war die jetzt richtig? So, das mache ich jetzt mit diesem. Was hatte ich denn jetzt? Tannengrün oder Gartengrün? Ich glaube, ich hätte dieses Gartengrün. Nee, ich hatte dieses hier. So. Wow. Oh oh. Na, das ist ja, das ist ja mega viel drauf. Das hole ich mir noch mal wieder runter her. Da ist okay. Ja, das ist nämlich voll noch. So. So, jetzt drücke ich das noch leicht an. Mal gucken. Ja, das reichte schon aus. Weil das Stempelkissen ist so voll Farbe. Das kann schon mal. Oder? Nee, das kann weg. Aber ich mache auch, genieße den Tag nämlich auch in der Farbe. So, jetzt habe ich hier kein Tüchlein mehr. So, diese Wassertücher, die gibt es, wie gesagt, bei Lidl. Kaufe ich sie immer bei Lidl und letztes Mal hatte Lidl sie nicht. Da habe ich jetzt welche bei Action mitgenommen. Also ich finde, damit gehen die Stempel sehr gut sauber zu machen. Und da ist ja nichts weiter drauf, das ist ja reines Wasser. Deswegen kann man das da gut mit abwischen. Und dann ist auch noch mal so ein kleiner Tipp, wenn ihr das so habt wie ich jetzt hier, ne? Und ihr habt das abgewischt, dann schmeißt das nicht gleich weg. Das ist zum Beispiel auch ein toller Hintergrund, wenn das getrocknet ist. Packt mir das auch mal zur Seite. So, die sind jetzt erledigt. Also können die schon mal wieder rauf. Falsch rum. So, da ist so viel Farbe drauf gewesen. Jetzt habe ich die Finger grün. Gucken, dass ich das nicht gleich an der Farbe habe. Ich mache nochmal ein neues für meine Finger. So. Und jetzt so mit dem Hintergrund wirkt das natürlich richtig schön. Ne? So. Dann kommt jetzt hier dieses Genieße den Tag. Möchte ich ja hier unten haben. Das richte ich mir dann auch aus. Und das soll auch in dem Grün gestempelt werden. Oder mache ich das auch in Schwarz? Ne, ich mache das auch in Schwarz für die Biene. So. Dann kommt jetzt erstmal die Biene. Das ist eine Stempel Nummer 1. Und dann kommt da gleich Stempel Nummer 2 und Stempel der Nummer 3. So, grün kann schon mal weg. So, ne, die ist ja nicht richtig gerade da. So, hier sind jetzt so Linien, das heißt,
Hier kann ich sie jetzt mal begradigen. Oh, nee. So, süße Maus, hier kommen wir nochmal richtig hin hier. So. Ja. So. Okay, die sollen jetzt schwarz. Und das Gute ist ja bei so einer Stempelhilfe, dass man ja immer noch mal wieder rüber kann, wenn er die Farbe nicht ganz aufgenommen hat. So, dann habe ich so ein Memento-Kissen in schwarz. So. So. Ja, sowas kann auch passieren. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Da kommt nachher ein Schild hin. Da mache ich einfach ein Schild hin. Also wenn euch sowas passiert, nicht gleich, oh, Hilfe und wegschmeißen. Einfach anders machen. So, ich hatte eben schon beim Stempeln gedacht, oh, irgendwie sieht es komisch aus. Aber das macht nichts. Er kommt jetzt erstmal zur Seite hier, genieße deinen Tag, das kommt trotzdem da drauf. So, aber das ist ganz gut, dass mir das passiert ist. Dann wisst ihr, dass das alles nicht so tragisch ist. So, und das ist jetzt wieder so ein Stempel, der übereinander gestempelt wird. Das heißt, ich muss ihn mir jetzt hier zurechtlegen. Klebt natürlich hier ordentlich. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. So. So, das ist, wenn erstmal einmal was schief läuft, ne? So. Das heißt, der wird jetzt in Gelb gestempelt. Da hole ich mir wieder mein gelbes Stempelkissen. Das sind diese Step-by-Step-Stempel. So. Ja, cool, ne? Ist das nicht cool? Ich finde den so mega, diesen Stempel. So, und jetzt kommt der letzte Stempel, und zwar die Flügel. So. Und hier noch auf. Alles abwischen hier. So. Guck mal, wie schön das schon aussieht. Mega gefärbt, ne? So, und jetzt brauche ich noch Grau, habe ich ja schon liegen. Da habe ich hier so ein Anthrazitgrau, ist immer noch ziemlich dunkel, aber schauen wir mal. So. Mega, oh, die sieht so toll aus. Das ist so cool. So, nun hat jetzt dieser Stempel auch noch zwei Blümchen. Die können wir auch noch damit reinmachen. Und wenn ihr so eine Stempelhilfe habt, ist das natürlich total cool, damit so zu stempeln. Genau, dann kann nämlich einmal das Blümchen hier hin. Und das Blümchen hier hin. Oh, klebt an meinem Finger fest hier. So. Genau, die stempel ich auch nochmal in Gelb. So, das kann auch erstmal weg. Nochmal Gelb. Das sind übrigens die Stempelkissen von Stamping Up. Die kann ich auch empfehlen. Ich finde, das sind tolle Stempelkissen. Ich stempel damit wirklich total gerne.
Du hast die von, deine Stempelkissen sind von? Das sind hier Distress Inks. Distress Ink und da ist du auch ganz, hast du auch ganz begeistert. So. So, das ist schon mal so weit fertig. So, und jetzt müssen wir natürlich meinen Patzer hier jetzt noch sehen, dass wir den jetzt ausgeglichen kriegen. Und das machen wir aber ganz einfach. Ja, man könnte es ja auch mal so machen und dann denjenigen sagen, ja, du musst die Karte drehen, wenn du das lesen willst. So, falls euch das interessiert und ihr das auch haben möchtet, dieses Set, dann schaut auch bei Craftus rein. Ich zeige euch das hier mal in die Kamera. Das ist von Natur's Garden, Be Beautiful Collection. Das ist Layering Stamps, das heißt, dass man so das übereinander stempelt, so wie ich das auch gemacht habe. Ne, und wie gesagt, nochmal, falls ihr wissen wollt, wie das funktioniert mit dem Bestellen, schaut mal in mein Video, wo ich das erkläre. Ganz, ganz wichtig, noch habe ich beinahe vergessen, dieses Video gehört mit zur Verlosung. Unbedingt kommentieren. Schaut mal an das Verlosungsvideo. Ich werde das hier unten verlinken. Es gibt super, mega Preise, die ich für euch habe. Und ihr braucht, ja, ihr müsst da ein bisschen was für tun. Aber ich habe so den Eindruck, das macht ihr auch gerne, weil ihr auch uns da gleichzeitig mit unterstützt. So, jetzt brauche ich hier noch mal so ein Stück. So, das schneide ich, mache ich jetzt erstmal. Ne, das mache ich nicht so, oder? Ja, ich mache das mal einmal kurz sauber hier. Dass mir da nichts irgendwie jetzt noch drauf kommt. So, und jetzt mache ich hier mal. Mache ich mal zwei. Müsste eigentlich reichen. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Gucke ich jetzt mal. Ja. Ich gucke mal, ob das auch 1,5 geht. Und zwar 1,5. Wenn ihr sowas habt wie jetzt, dann macht das nicht von unten, sondern von der Mitte. Dann geht das ein bisschen besser. So, 1,5. Dann hole ich noch mal das Grüne und mache da 2 draus. Ich finde das nicht schön, dass mein Papierschneider schon wieder die Klinge nicht richtig funktioniert. Die habe ich erst, die ist noch nicht lange dran. Also das ist noch mal überarbeitungswürdig. So, jetzt muss ich nur noch mal gucken. Mache ich das so, dass ich das jetzt erstmal da drauf stempel. So, und dann kann das dann nämlich drauf. Und dann ist das nämlich alles gar kein Problem mehr. So, das kann jetzt hier mal runter. Und jetzt richtig rum, obwohl das jetzt auch egal ist. Weil dann kann ich das ja drehen. So, Tag kommt. So, genieße den Tag. So. Das sieht man auch, das ist wie gesagt so ein Billigstempel. Da merkt man einfach die Qualität. Mein Papa hat immer gesagt, billig kauft man zweimal und da ist echt viel dran. So, wunderbar. Das hat schon mal geklappt. Was mache ich jetzt mit dem hier? So. So. Dort können jetzt alles zur Seite. Der kann auch zur Seite. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr.
Und jetzt mal gucken. So, da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Das mache ich jetzt mit der Schere. Und zwar so. Damit das gleich ist, mache ich das wieder hier drauf. So, dann kommt das hier rauf. Ja, das ärgert mich gerade total mit dem Papierschneider. Kann doch nicht sein, dass man ein paar Mal damit schneidet und dann sind schon die Messer nicht mehr so schön. Aber ich muss doch mehr meinen Hebelschneider hier benutzen. Wir haben auch den großen. Den kann ich auch ausklappen. Den werde ich mir mal hier rüber holen. So. Und jetzt mache ich das hier genauso. So. Das nicht schon draufgeklebt. So. Ich finde das jetzt auch gar nicht schlecht. Sieht sogar vielleicht sogar noch mit dieser Mattung jetzt ein bisschen besser aus. So. Jetzt kommt das hier rauf. Und das werde ich jetzt mit Abstandshalter drauf machen. So, das machen wir jetzt auch mit Abstandshalter darüber. Und schon ist das kleine Malheur beseitigt. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn mir sowas auch passiert, wenn ich hier auf Sendung bin, weil dann könnt ihr gleich sehen, wie ich das löse. Vielleicht ist das auch eine Hilfe für den einen oder anderen. Und lasst euch da bloß nicht stressen, weil Basteln soll Spaß machen. Das soll entspannen. So, und ich finde, die sieht doch schon richtig gut aus. Nun kommt natürlich wieder das letzte Teil. Einmal nach unten hier. Ich finde die so niedlich, diese Hummel. So, jetzt mal gucken, dass wir noch mal ein paar Steinchen haben. Dann brauche ich jetzt noch mal. Ich glaube, ich muss mal in meine eine Tasche gucken, was ich da noch alles für Steinchen habe. Wo sind dann meine anderen Steinchen geblieben? Ja.
Stunden später. Spult einfach vor. Ihr seht ja, wann ich denn da, wann ich die Steine gefunden habe. So, das ist jetzt so eine Reihe, ne? Das sind keine einzelnen, aber dann mache ich einfach das jetzt so. Dann nehme ich erstmal 5. Ich bin hier voller Stempelfarbe von dem grünen Stempelkissen. Das ist jetzt auch so. Dann nehme ich nochmal 2. Und aber nur 2. So. Genau. Und jetzt ist sie fertig. Und ich finde, die ist doch schick geworden. Bin gespannt, was ihr sagt. Hier ist die andere. Da habe ich schon mal so einen Umschlag zugetan. Die fand ich jetzt auch mega. Also jetzt mal so 2 Karten, die vom Aufwand her gar nicht so aufwendig sind. Aber ich finde sie doch schon schön effektvoll. Und ihr seht so mit so ein bisschen Hintergrund, dass die Karte einfach, ich zeige euch das nochmal so ein bisschen in die Kamera, dass die Karte dadurch einfach interessanter wird, als wenn ihr das nur auf weiß macht, ohne dass da irgendwie ein bisschen Hintergrund ist. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.